So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. In diesem Part habe ich mal wieder keine Ahnung, was wir machen werden. Auf jeden Fall Pflanzen gießen. Und Robin arbeitet immer noch schön brav. Hey Kind, meine Kehle ist so trocken wie ein Wüstenknochen, wie ein Knochen in der Wüste. Ich bin echt durstig nach einem richtig guten Schnaps. Hast du einen? Ganz normales Bier wird's auch tun. Ich brauche ein Pale Ale, alles klar. Sorgen wir dafür, Pam ist durstig. Sorgen wir dafür, dass die alte Schnapsdrossel noch mehr Alk bekommt. Klingt auch gut. Und, oh, Melonen. Plopp, plopp, plopp. Plopp. Können wir sonst noch was ernten? Nope. Schön, dann können wir doch überlegen, ob wir uns in dem Part neue Samen kaufen. Und ich gieße den Weg. Genau. Ist schon ein super Anfang. So, müssen wir Melonen spenden im Community? Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall vor, ins Community Center zu gehen. Um da noch ein paar Sachen reinzutun. Also den Goldbarren. Unser erster Goldbarren und wir müssen ihn gleich mal verschenken. Also, ja. Passiert. Aber damit schalten wir ja auch neue Sachen frei und kriegen auch neue Sachen. Also wird es schon wert sein. So. Wie viel hält die Gießkanne noch aus an Wasser? Nicht mehr viel. Alle Pflanzen kriege ich wahrscheinlich nicht gegossen. Vor allem, wenn ich daneben gieße. Okay, die ist wahrscheinlich jetzt leer. Nochmal aufgefüllt. Und euch gegossen. So, perfekt. Oh, das ist mir doch ein bisschen laut hier. So. Alles klar. Melone. Auf jeden Fall die. So, machen wir es mal rein. Geburtstag hat heute, glaube ich, keiner. Soweit es mir einfällt. Nö. Alex hatte ja gestern Geburtstag, aber... Tja, wer nicht aufzufinden ist, wer sich nicht in der Mine aufhält, der hat Pech gehabt. So, neue Quest. Ach scheiße, er will eine Cave Carrot. Sam. Ich mag... Ja, es ist... Okay. Nicht mögen wäre zu viel. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Sam. Und er will jetzt, dass wir in die tiefe, gefährliche Mine gehen. Oh Gott. Ich trau mich da gar nicht rein. Das ist doch überhaupt nichts für so einen jungen Farmer wie uns. Das ist doch viel zu gefährlich da. Ach warte, was brauchen die denn hier? Aha. Chub. Ah, nochmal ein Seeurchin. Und ein Red Mushroom. Okay. Gut, wissen wir Bescheid. Dann aber erstmal den Boiler hier fertig machen. Bündel komplett. Belohnung. Ich krieg einen Ofen. Cool, ich habe schon drei, aber danke. Da fehlt echt nur noch Feuerquarz und dann ist der Raum schon fertig. Und das ist cool. So. Dann gucken wir... Warte, Crystal Fruit war unten. Oder? Genau. Kristallfrucht und die Melone war oben. Aber ich weiß nicht mehr, ob es Quality-Dings war oder nicht. Sommer. Nee, war es nicht. Okay, perfekt. Dann fehlt nur noch die Blaubeere. Da holen wir uns auf jeden Fall auch nochmal zur Sicherheit mindestens einen Samen. Dass wir die da auch reintun können. Oh, ein Häschen. So, investieren. Oh, es ist Farmer Peter. Ganz genau. Ich will. Oh. So, was hast du denn für tolle Sachen? Ein Katalog, oh mein Gott, für 30.000. Cool. Setzling. Oh, ein Orangensetz, das wäre schon cool. So ein Baum.
Na, erstmal noch nicht. Also, wir brauchen Blueberry. Machen wir. Drei. Was geht denn schnell? Pepper. Pepper ging halt echt schnell. Radieschen eigentlich auch. Machen wir davon mal 10. Poppy. Hops. Ja, aber wir haben halt schon mitten im Sommer. Ja, wir haben schon mitten im Sommer. Wir machen jetzt einfach nur noch Pepper. Ich mag Sachen, die weiter produzieren. Und teuer sind sie nicht. 50? 50. Ja, mehr will ich auch gar nicht gießen. Der cruist einfach in seinem Rollstuhl rum. Scheiße, es geht halt jetzt echt auf unsere Energie. Oh Gott. Was soll ich mit dem Ofen, ey? Was soll ich damit? So viel Zeug finden wir auch nicht. Okay, warte. Erstmal dich da reinschmeißen. So. Sie arbeitet. Zack, zack, zack. Ich rein. Warte. 1, 2, 3. Nein, das ist scheiße. Wir brauchen nur 3. Also lagern wir dich auch rein. Und warte, bevor ich mich jetzt ums Feld kümmere, ich will mal gucken, ob in der Höhle mittlerweile schon irgendwas angelockt wurde. Hier drüben. Oh ja, Pilze. Plopp. Gewöhnlicher Pilz. Cool. Die heilen so schon ein bisschen was. Chanterelle. Muss davon irgendwas ins Community Center, bitte nicht. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Ich verkaufe einfach 4 von denen und die anderen 2 behalte ich. So, dann bin ich auf der sicheren Seite. Plopp, plopp. So, und jetzt kümmern wir uns noch um den Anbau der restlichen Samen. 6, 7, ja gut. Zack. 3, zack, zack. Dürfen wir hier noch kurz das Feld nochmal neu machen? Super. Und haben 1, 2, 3, 4, 5. Und die restlichen Pfefferteile, die kommen halt hier hin. Zack, zack, zack. So. Und dann hacke ich mal hier noch eine weitere oder 2 weitere rein nach unten. Zack. 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 Okay, wie viele macht es dann? Scheiße, wir brauchen noch mehr rein. 1. Weggehauen. Zack. Zack. Falsche Richtung, aber gut. Zack, 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 zack. 16. Können wir hier eine noch hinhauen? Nee, komm, wir gehen weiter nach unten. Falsche Richtung. Ach, Farmer Peter. Was kannst du eigentlich? So, zack, zack, zack. So, noch 4. Soll ich die hier hin tun? Hätte ich eigentlich keine Lust dazu. Obwohl, hier können wir eine. Und dann haben wir noch 3. Haben wir nicht noch einen Sprinkler eingelagert? Die Waren sind fertig. Zack, zack. Ach, scheiße. Falsches Ding. Ein Sprinkler? Ne, ich habe alle im Einsatz, ne? Shit. Wo kommen denn noch gut 3 hin? Dann doch hier.
Machen wir. Ach, scheiße. Die sind überall unpassend. Wegschmeißen will ich sie aber nicht. Dann machen wir halt nochmal eine Reihe unten. Komm. Zack. Zack. 1, 2, 3. So. Das Gras muss weg. Und ihr müsst natürlich noch alle gegossen werden. Ah, toll. Unsere schöne Energie. Ich brauche echt eine neue Gießkanne. Also zu Herbst, zu Anfang Herbst wird auf jeden Fall eine neue Gießkanne gegönnt. Klare Sache. Und da wird dann auch nochmal hier an der Farm gearbeitet, dass alles irgendwie automatischer läuft. So, zack. Zack. Ja. Und dann hier noch ein bisschen gießen. So, oh, RIP-Energie. RIP. Also muss ich zweimal insgesamt die Wasserkanne auffüllen. Pro Tag. Gut, komm, hack mal noch einen Baum weg. Möglichst so, dass er nicht ins Wasser fällt. Ah, hack mal dich weg. Klock, 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 klock. Energie geht kaputt. Pinecone. Hier und was weiß ich, hier. Zack, 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 zack. Okay, noch 10. Zack, zack, zack. Noch 5. Okay. Ja, ich weiß nicht. Wir können heute eigentlich nicht viel mehr machen. Robin scheffelt da weiter. Lager mal alles ein. Warte, das Holz war hier drüben. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann war's. Das war's. Wir haben nicht mehr. Wir können gar nichts mehr machen. Yeah. Das war ein bisschen ein kürzerer Part. Oh, geben die viel Cash. Oh, schön. Gut, dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.